Heute möchte ich mit euch nicht fortsetzen, weil ich letztes Mal gepredigt habe. Ich habe über ehrliche Kommunikation gesprochen. Und heute werde ich über Kleingruppenprinzip sprechen. Warum Kleingruppe wichtig ist. Wir sind heute nicht eine sehr große Gruppe, aber dennoch gibt es das, was wir Kleingruppe nennen. Und wir nennen es auch manchmal House Church. Und wir wollen verstehen, warum diese Dinge wichtig sind. Ich betone noch einmal, heute in der Zeit, in der wir gerade leben, gibt es so viele verschiedene Strömungen. Und man sagt, wenn man so Gemeinde tut, das ist Gemeinde. Okay? Andere sagen, wenn man sich in den Häusern treffen, da ist Gemeinde. Andere sagen, wenn man sich in großen Sälen trifft, dann ist Gemeinde. Jeder definiert Gemeinde auf seine Art und Weise. Aber ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen, dass alles, was wir tun, sich einander ergänzt. Es gibt nichts, was wichtiger und was unwichtiger ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, dass ich heute nicht vermitteln möchte, dass Kleingruppe alles ist. Okay? Nicht, dass ihr rausgeht und sagt, okay, ich habe hier verstanden, wirklich Kleingruppe, ohne Kleingruppe geht nichts mehr. Kleingruppe ist wichtig, aber es ist nicht alles. Es ist eine wichtige Ergänzung. Amen. Eines der Dinge, die ich in der Kleingruppe gesehen habe, wenn ich von Kleingruppe spreche, hat es damit zu tun, dass eine bestimmte Zahl, eine geringe Zahl von vielleicht 5 oder 6 Personen sich treffen. Und wenn diese Personen sich treffen, haben sie das, was man wie so einen kleinen Gottesdienst nennt, was sie zusammen haben. Das ist Kleingruppe. So, Gemeinde kommt vom Wort Ekklesias. Und bedeutet was? Einfach nur Versammlung. Okay? Nicht mehr und nicht weniger. Das bedeutet, wenn wir von Gemeinde sprechen, geht es immer um die Versammlung der Heiligen, die in Christus sind und die Möglichkeit geben, natürlich anderen auch hinzuzukommen. Versammlung. Ganz schlicht und einfach. Jetzt gibt es verschiedene Versammlungen. Es gibt große Versammlungen, an denen vielleicht 50, 80, 60 oder 100 oder 200 oder 1000 Leute zusammenkommen. Es ist nicht schlecht, man muss nicht sagen, weil Tausende zusammenkommen, ist das schlecht, ist das ungeistlich und so weiter und so fort. Nein, nein, nein. Auch in diesen Versammlungen wirkt der Geist Gottes. Und manchmal gibt es auch andere Arten von Versammlungen, wo man von 5 oder 6 Leuten zusammen ist. Und auch diese Versammlungen sind nicht schlecht, weil der Geist Gottes auch da wirkt. Das Problem ist nicht, dass ich mich für groß oder für klein entscheide. Das Wichtigste ist, dass ich mich für Jesus entscheide. Noch einmal, ob groß oder klein, es ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, dass ich mich für Jesus entscheide. Aus welchem Grund? Der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist die Mentalitätsveränderung. Wir haben verstanden, was Gemeinde bedeutet. Es bedeutet Versammlung, wie wir sie heute am Sonntag haben. Und wenn wir uns Sonntag versammeln, so freue ich mich und ich weiß, dass ich bestimmte Leute sehe. Es ist eine Art der Versammlung. Es gibt andere Arten von Versammlung, wo wir uns Donnerstag sehen. Und die Donnerstagversammlung ist anders als die Sonntags. Und ich freue mich auch an diesen Tag, weil ich gewisse Schwestern oder Geschwistern sehe. Und wenn wir Donnerstag zusammenkommen, ist das mehr von Interaktion. Jeder kommt ein bisschen mehr zum Zuge. Ich habe eine Offenbarung hier, ich habe ein Wort hier, ich habe dies. Ich leite, aber ich tue nicht alles. Sondern die Geschwister sind da und Leute kommen aus sich und fangen an, Dinge zu tun in einem gewissen Rahmen und fangen auch an zu wachsen. Es ist eine Art der Versammlung, aber es ist nicht alles. Es gibt Nachtgebet. Manchmal sind wir in der ganzen Nacht zusammen. Und da passieren auch gewisse Dinge.
Aber Versammlungen sind nicht nur punktuelle Dinge, die festgemacht worden sind, sondern Versammlungen kann auch mal sein, dass ich dich nicht im Gemeindeprogramm dich sehe, sondern ich treffe dich einfach persönlich. Und so haben wir auch eine Art Versammlung, eine Art Gemeinschaft. Und ich freue mich auch auf diese Zeit. Und wir merken, alle Arten oder alle Formen von Versammlungen setzen irgendetwas frei im Leben von einem Menschen. Wenn ich mir Zeit nehme, eine einzelne Person zu treffen, wenn ich mir Zeit nehme, eine Gruppe, da passiert immer etwas. Auch heute passiert etwas. Und deswegen hat Jesus, wollte er uns eine bestimmte Mentalität geben. Damit wir nicht eingeschränkt sind in bestimmte Konstrukte, in bestimmte Vorstellungen, Traditionen und Prägungen, wie ich es immer gesehen habe, wie ich es immer gekannt habe. Wie hat Jesus agiert? Als Jesus kam an dem See von Genezareth in Lukas Kapitel 5, für die, die es notieren wollen, weil ich mehrere Schriftstellen durchgehe, 5,10, Lukas 5, Vers 10 und 11. So, was sagt Jesus? Jesus sagt zu den Jüngern, folge mir nach. Das ist ganz wichtig. Was sagt er? Folge mir nach. So, was bedeutet das? Und anschließend heißt es in Vers 11, sie verließen alles und folgten ihm nach. Deswegen habe ich gesagt, es kommt erstmal nicht darauf an, wie du Versammlung verstehst. Es kommt erstmal darauf an, wie sehr du Jesus nachfolgst. So, und Jesus sagt, folge mir nach. Wir kennen diese Worte. Aber in der rabbinischen Kultur, in dem rabbinischen Kontext, weiß jeder ganz genau, was das bedeutet. Wenn jemand sagt, folge mir nach, sagt er eigentlich, verlasse alles und mache aus mir deine Priorität. Bist du bereit, Jesus zu folgen? Und sie haben ganz klar verstanden, was Jesus meint. Und das bedeutete, dass ihre Nachfolge mit einer Entscheidung sein musste, wo sie sagten, hey, ich folge Jesus nicht nur an bestimmten Tagen, ich befolge Jesus nicht nur an bestimmten Versammlungen, sondern jeden Tag und in allem, was ich tue, bist du mein Herr, bist du die Person, die ich nachfolge. Und sie verließen. Sie hatten eine Beschäftigung. Sie hatten Dinge, die sie getan haben, die ihre Prioritäten waren. Aber sie wechselten auf einmal ihre Prioritäten. Und sie folgten Jesus nach. Der Unterschied zu denen ist, dass es Menschen sind, die einfach gestrickt sind und so sensibel sind, dass sie die ganze Zeit Jesus hinterhergehen. Manchmal ist man so kompliziert in seinem Kopf, in seinen Gedanken, weil man bestimmte Prägungen hat. Und es ist kompliziert oder schwierig, Jesus nachzufolgen. Aber Jesus sagt mir einfach, gehe mir hinterher. Und was es bedeutet, ist es, wenn Jesus nach rechts geht, gehst du nach rechts. Ich verstehe nicht, warum du nach rechts gehst, aber du gehst den rechten Weg und so gehe ich nach rechts. Jesus geht nach vorne. Schaut, wenn wir von Gemeinde sprechen, sagt die Bibel in Kolosser, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Das bedeutet, er steuert den ganzen Leib. Der Pastor in einer Gemeinde oder der Leiter in einer Gemeinde ist abhängig von der Information, von dem Willen des Hauptes, den Chef, dem Boss, was er vermittelt, was er möchte. Jeder Pastor, Leiter muss diese Sensibilität haben, an dem lokalen Ort das zu vermitteln, was der Haupt möchte, nicht was ich möchte. Nicht nur der Pastor oder Leiter, aber dieses Haupt, bildlich gesehen, der Jesus ist, vermittelt dir genauso auch Gedanken, ganz persönlich. Er vermittelt sie dir. So, ich bewege mich rechts, weil ich in meinem Kopf entschieden habe, nach rechts zu gehen. So, ich gehe nach vorne, weil mein Kopf entschieden hat, nach vorne zu gehen. Und eigentlich der Körper reagiert auf die Informationen, die der Kopf gibt.
So, und das ist eigentlich das, was Jesus sich vorstellt über Menschen, die ihn nachfolgen. Folge mir nach. Das ist das, was Jesus sagt. So, wenn wir weiter anschauen, was Jesus sagt, in Matthäus 8 stellt man ihn die Frage, als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er uns, jenseitige Ufer zu fahren. Und ein Schriftgelehrter trat hinzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Wow, was für eine Aussage. Ne? Er sagt zu Jesus, ich will dir, also Jesus sagt ihm noch nicht mal, folge mir, aber er kommt zu Jesus und sagt, ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und was ist das? Es ist eine Form der Anbetung. Ne? Ich will das tun, Jesus, was du von mir erwartest. Das ist die Art und Weise, wie wir Jesus anbeten. Und das ist die Art und Weise, wie der Schriftgelehrte angefangen hat, Jesus anzubeten. Aber Jesus war nicht beeindruckt durch die Worte, die er gesagt hat, sondern Jesus kam direkt zum Punkt und er gibt ihnen diese Antwort und sagt, und sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Was ist das für eine Antwort? Jesus sagt, ich habe keinen Ort, wo ich mein Haupt hinlege. So, was Jesus eigentlich hier nicht vermittelt, dass er nicht Orte, Räumlichkeiten gebraucht hat. Aber was Jesus hier vermittelt, dass er frei ist von allem. Frei ist von Abhängigkeiten, die Menschen haben. Frei ist von Notwendigkeiten, die Menschen haben. Er ist frei davon. Jetzt stellt er ihn die Frage, eigentlich damit, bist du bereit, auch mir zu folgen, wenn du nicht weißt, wie es gerade weitergeht? Und hier ist der Schriftgelehrte und überlegt nochmal in seiner Anbetung oder in seiner Art und Weise, wie er gedacht, wie er die Sachen gesehen hat. Hier fängt Jesus eigentlich an zu definieren, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Und Jesus aber sprach zu ihm, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. So, hier sehen wir eigentlich so wieder so eine andere Ausrede. Und manchmal haben wir gewisse Ausreden, die wir mitnehmen, warum wir nicht das oder dies oder jenes tun. Es gibt immer einen guten Grund. Man muss nur ein bisschen nachdenken, ne? Aber Jesus hat ihm gesagt, lass die Toten seine Toten begraben. Komm und folge mir. Sind wir bereit, Jesus nachzufolgen? Sind wir bereit, ihm hinterherzugehen? Und wisst ihr, die Kleingruppe, die Jesus gestartet hat, waren 11 Leute. Und diese 11 Leute, wir wissen, was mit dem 12. passiert ist, aber das, was mit den 11 passiert ist, ist, dass Jesus wusste, es sind Leute, die aus mir ihre Priorität gemacht haben. Und so konnten sie ihm hinterherlaufen. So, erst später, in Matthäus Kapitel 16, Vers 18, spricht Jesus zum ersten Mal über das Wort Gemeinde. Und er sagt hier, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. So, Jesus sagt hier, ich will meine Ekklesia haben. Aber was hat Jesus davor gemacht? Hat er vorher nicht Gemeinde gemacht? Oder fängt er erst an, Gemeinde zu machen?
So, was Jesus eigentlich gemacht hat, ist, dass er 11 Leute vorbereitet hat. Das war die Art und Weise, wie er Kleingruppe ausgeführt hat. Die Gruppe ist gewachsen auf 70 und auf 120, auf 3000, auf 5000. Aber was hat er gemacht? Er hat sich konzentriert auf diese 11 und hat in denen investiert. Versteht er, wie intensiv er Gemeinde gesehen hat? Er braucht Leute, in denen er ganz konkret investieren kann an Zeit. Die nicht sagen, ich kann hier nicht, ich kann da nicht oder dies ist mir zu schwer. Die Sache ist, wir müssen irgendwie schauen, dass unsere Zeit, dass alles, was wir haben, sich ihm unterordnet. Es ist nicht leicht, aber wir sind berufen, alles ihm zu unterordnen. So, wir sehen, dass Jesus eine Kleingruppe hatte. Und in dieser Kleingruppe, die er hatte, hat er viel investiert. Das bedeutet, sie haben sich die ganze Zeit konfrontiert in dieser Kleingruppe. Und das ist auch eines der Dinge, die passieren in dieser Kleingruppe. Man hat die Möglichkeit, einander zu begegnen. Einander zu begegnen. Und das ist sehr wichtig. Hier haben wir nicht die Zeit, uns immer zu begegnen, oder? Wir haben nicht wirklich die Zeit, einander zu reden. Wir haben nicht die Zeit, einander kennenzulernen. Wir haben nicht die Zeit, in manche Tiefe hineinzugehen. So, obwohl dieser Versammlungsort, an dem wir gerade sind, ein wichtiger Versammlungsort ist, Jesus tut gerade was, aber es ist nicht alles. Und es gibt andere, die sich an gewisse Dinge gewöhnt haben und haben gesagt, wenn wir in der Adamstraße 21 ist, das ist Gottesdienst, das ist Versammlung und dahin komme ich, weil du geprägt bist. Aber was ist mit den anderen Versammlungen? Hat Jesus gesagt, bestimmte Versammlungen, aber er spricht von Versammlungen, was alle Arten von Versammlungen betrifft. Und wenn wir Kleingruppen haben, haben wir eine Art der Versammlung, wo wir in einem kleinen Feld oder in einem kleinen Bereich mit Menschen das Leben teilen. Der zweite Punkt sind die Elemente einer Kleingruppenversammlung. Wir haben verstanden, dass Jesus eine Kleingruppe geführt hat. Aber wie besteht oder wie entsteht oder was sind die Dinge, die in einer Kleingruppe passieren? So, Apostelgeschichte 2, 42, 47. Wir brauchen nicht alles zu lesen, aber ich fasse in 11 Stichworte die Dinge, die die Versammlungen ausgemacht haben. So, das erste, was wir hier sehen in Apostelgeschichte 2, 42, 47, ist, dass die Bibel sagt, sie waren was beständig in der Lehre. So, das bedeutet, eines der Dinge, die die Kleingruppe ausgemacht hat oder was die Gemeindeversammlung ausgemacht hatte, ist die Lehre. Sage mit mir die Lehre. So, die Lehre ist wichtig. Warum ist die Lehre wichtig? Weil die Lehre uns hilft, gegründet zu sein in Christus. Die Lehre ist wichtig, nicht nur sie zu empfangen, aber auch wichtig zu sein, selber zu lehren. Noch einmal. Es ist wichtig, nicht nur Lehre zu empfangen, aber es ist wichtig, so weiter zu entwickeln, dass man weiter selber lehren kann. Warum? Die meisten sagen in ihrem Herzen, ach, das ist vielleicht nicht der Bereich, in dem ich wirken soll. Es ist vielleicht für bestimmte Menschen. Habt ihr nicht gemerkt, für Dinge, die euch interessieren, ist es einfach zu sprechen. Wenn du vielleicht dazu neigst, dich mit Autos die ganze Zeit zu beschäftigen, wirst du merken, dass du ohne Problem, ob du willst oder nicht, 10, 15 oder 20 Minuten oder 30 Minuten über Autos redest. Du bist gar nicht mal vorbereitet, aber du redest von dem Überfluss, der in deinem Herzen ist, oder? So, für andere, die, sage ich mal, Kleidung mögen, die wissen bestimmte Marken, bestimmte Dinge, wo sie
guck mal, weil dein Interesse da ist, selbst um 1 Uhr morgens machst du vielleicht Facebook auf oder schaust du irgendwo, googelst du etwas und siehst die Klamotten auf bestimmte Kataloge. Und wenn du mit Freunden bist, ohne dass man dir irgendwie sagt, jetzt musst du 20 oder 30 Minuten, manchmal kannst du lange über Klamotten reden, 15, 20 Minuten, hast du diese Angebote gesehen, hast du diese Preise gesehen, aber jetzt ist das wieder neu rausgekommen, dies und jeniges ist passiert und so weiter und so fort. Ach, diese Person trägt auch diese Sachen. Und du merkst, dein Input ist 15 oder 20 Minuten. Was ich damit sagen möchte ist, wir lernen manchmal unbewusst Dinge, die in unserem Herzen sind. Weil wir uns für diese Dinge interessieren, brauchen wir keine Vorbereitung, um zu sagen, hey, bereite dich vor und erzähle mir ein bisschen über Klamotten. Nee, sogar selbst im Schlaf, wenn ich um 2 Uhr morgens aufstehe, oder dich anrufe, du wirst mir ohne Probleme über Klamottendinge erzählen, weil dein Herz erfüllt ist davon und du kannst jederzeit darüber reden. Für den anderen sind das Häuser oder andere Dinge. Das bedeutet letztlich, wenn wir als Christen, als Leib Christi, es nicht schaffen, das Wort Gottes zu lehren, ohne, ich rede nicht von hier vorne zu sein, das bedeutet eigentlich, dass unser Herz mit ganz anderen Sachen erfüllt ist. Bin ich erfüllt von dem Wort Gottes, wird man mir eigentlich gar nicht sagen, Herr, fange an zu lehren, sondern du wirst einfach darüber sprechen und im Nachhinein spürst du auf einmal, hey, ich habe 15 Minuten die ganze Zeit über den Glauben gesprochen. Versteht ihr, was ich meine? Das Lehren hat mit der Fülle des Herzens zu tun. Was erfüllt mein Herz? Und das, was dein Herz erfüllt, über diese Dinge kannst du leicht sprechen. Und wenn wir wirklich sagen, dass das Wort Gottes uns wichtig ist, dann ist es normal, dass ich mich damit beschäftige und dass ich zu bestimmten Zeiten auch darüber sprechen muss oder sprechen kann, weil es natürlich in meinem Herzen ist. So, verstehen wir eigentlich, was eigentlich das Lehren bedeutet? Es bedeutet nicht, wie ich es immer wieder sage, hier vorne zu sein, sondern es bedeutet, von der Fülle zu sprechen. Und in der Kleingruppe hast du die Möglichkeit, dich zu testen. Hast du die Möglichkeit, auch in diesem Bereich zu wachsen. Es ist ganz wichtig, denn meistens, wenn Leute Dinge wirklich verstehen, sind es Dinge, die sie selber gesagt haben. Sehr oft, wie viel Input hast du bekommen, wie viele Dinge hast du dir manchmal auch notiert, die so, wie ich sage, was wurde da gepredigt, dann irgendwie das, ein bisschen von dem, aber ist es vergessen. Aber Dinge bleiben nie, werden nie vergessen, wenn du diese Dinge selber ausgesprochen hast, weil sie sich in dir festgesetzt haben. Deswegen, wenn wir über Kleingruppen sprechen, sehe nicht diese Versammlung, ach, es ist nicht so wichtig. Glaub mir, es ist wichtig, weil es fordert etwas in dir, was du sonst nie machen würdest. Und wenn du anfängst, Dinge zu tun, die du eigentlich nie machen würdest, fängst du an, in dir Dinge zu entdecken, die du niemals kanntest. Und das ist der Sinn eigentlich, wenn wir zusammenkommen, dass das rauskommt, was Gott in dir gelegt hat. So, sie hatten Gemeinschaft, sie waren zusammen und waren beständig in der Gemeinschaft. Und es ist gut und es setzt frei, weil ich selber gemerkt habe, wow, in diesen Kleingruppen habe ich die Menschen noch viel besser kennengelernt als sonst. Weil ich endlich gehört habe, das ist sein Problem, das sind seine Stärken, das ist das, was er kann und das ist das, was er nicht kann. Und umso mehr Information ich über eine Person habe, umso anders denke ich über die Person. Umso mehr Information ich über eine Person habe, umso anders kann ich für eine Person beten, weil ich Informationen habe, weil mein Herz auf einmal gepackt und berührt ist. Und ich fange an, eine Emotion für den Bruder oder für eine Schwester zu erleben, die ich nicht vorher hatte. Und ich kann anfangen, jetzt zu beten. Wisst ihr, manchmal, wenn man sagt, okay, bete für den oder in der WhatsApp-Gruppe, hier, ich habe dieses Gebetsanliegen. Manchmal schaut man es, aber wenn man nicht emotional verbunden ist mit dieser Person manchmal, dann scrollt man schnell und macht es vielleicht nicht. Aber wenn du dich an einen bestimmten Moment erinnern kannst, wo diese Person ihr Herz ausgeleert hat,
wo sie vielleicht am Weinen war, wo es vielleicht nicht einfach für sie gewesen war, dann kommt ein ganz anderes Bild in dir hinein. Und du fängst an, einen Preis für die zu bezahlen in der Fürbitte, weil eine emotionale Verbundenheit entstanden ist. Drittens, sie waren im Brotbrechen und im Abendmahl. Das war ein Teil der Gemeinschaft. Jesus hatte Gemeinschaft in der Kleingruppe mit seinen Jüngern im Passafest. Und als dieses Passafest da war, hat Jesus das Abendmahl eingeleitet. Aber sie hatten Gemeinschaft, sie hatten gegessen und haben getrunken. So, ich weiß nicht, ob es einen Vers gibt, der sagt, nur ein Pastor kann Abendmahl austeilen. Gibt es hier? Wir sind einige, wir können auch kommunizieren. Oder es kann nur ein Prophet oder ein bestimmter Grad, der erreicht worden ist, das Abendmahl austeilen. Gibt es so einen Vers? So, wie viele von euch haben schon mal das Abendmahl ausgeteilt? So, nochmal? Selber ausgeteilt, ja. Ja, ah, immer. Sie ist schon drin, Halleluja. Nicht für jeden. So, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, es ist eine Kraft, es ist ein Segen, wenn man das Abendmahl haltet. So, wartet nicht immer, bis irgendwann mal Sonntag man es tut oder macht, sondern es ist möglich, auch in der Kleingruppe. Ihr seid zusammen, ihr seid in der Gemeinschaft und jetzt haltet ihr das Abendmahl. Es ist ein heiliges Mahl immer noch. Es ist immer noch ein heiliges Mahl, das ist klar. Und die Bibel spricht auch ganz klar, wer das Abendmahl nehmen soll und wer das nicht nehmen soll. Ne? Davon gibt es ganz klare Schriftstellen. Aber wenn du in der Gemeinschaft bist und das Abendmahl selber austeilst, zum ersten Mal, vielleicht auch zum zweiten Mal, es setzt etwas frei in dir. Und du merkst, wow, ich habe das machen können, ich habe das gemacht und es setzt etwas frei. Etwas verändert sich, ich kann dir nicht sagen, nicht was, aber irgendetwas wird sich in deinem Herzen verändern. Und du merkst auf einmal geistlich, bist du auf einer ganz anderen Ebene, weil du das schon mal erlebt hast. Die Kleingruppe hat das Ziel, dich dahin zu bringen, dass du diese Dinge auch selber erleben kannst. Hier steht auch, dass sie beständig waren im Gebet. Die Bibel spricht jetzt nicht was für ein Gebet, aber die Bibel spricht in dem Kontext, dass auch gewisse Zeichen und Wunder passiert sind. So. Meine Frau hatte gesagt in der Gebetszeit, sie möchte was? Kannst du erinnern? So mehr in Zeichen und Wunder wandeln. So, das ist das, was sie möchte. Ist es nicht das, was das Wort Gottes uns gegeben hat? An denen, die glauben, sie werden ihre Hände auf Kranke legen und sie werden gesund werden. So, und wie viele haben die Gewohnheit, darin zu wandeln? Ich rede von Gewohnheit, nicht ab und zu. Oder ich bete die ganze Zeit, man betet die ganze Zeit für mich. Aber wie viele haben die Gewohnheit, das zu erleben? So, was ich damit sagen möchte, es gibt viele Dinge, die dir gegeben sind, aber die du nicht auslebst. So, in diesem Kontext, wie wir uns treffen, kannst du hören, aber es ist noch nicht Raum hier, diese Dinge, dass jeder diese Dinge direkt auslebt, versteht ihr? Deswegen muss es eine andere Art von Versammlung geben,
wo du diese Dinge ausleben kannst, wo du dich ausprobieren kannst. Wisst ihr, am Anfang hat man so Panik, hat man so Gedanken, dass man es nicht tun kann oder nicht machen kann. Aber wenn ich in dieser Kleingruppe, obwohl ich den anderen die ganze Zeit vielleicht nur im Lobpreis sehe oder die andere vielleicht nur bei den Kindern oder in der Küche sehe, dass ich meine Hände ausstrecke und ich bete für Leute, die dort krank sind, für Leute, die dort Probleme haben. So, und ich tue es einmal und immer wieder. Und ich merke, es ist wie ein Icebreaker. Diese Hindernisse, die da waren, in meinem Kopf, ich kann nicht dafür beten, sind gebrochen. Weil du es einmal gemacht hast. Hast du es einmal gemacht, kannst du es immer wieder machen. Weil du dich erinnern kannst an einem Tag, wo du angefangen hast, diese Dinge zu tun. Versteht, diese Kleingruppe gibt Raum, Gaben in dir freizusetzen. Wir haben gestern einen Film angeschaut. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr, meine Frau ist Zeugin, Filme so ganz geschaut, weil. Aber was interessant war in diesem Film, ist, dass es ein Mädchen gab, die über den Maßen groß war. Also sie war, keine Ahnung, also im Film sagt man 1,85, aber sie sah wie 2 Meter aus. Ne? Sie war riesig. Und sie hatte die ganze Zeit so ein bisschen so Komplexe, natürlich über ihre Größe und so weiter, so dass sie einfach die ganze Zeit in der Schule fertig gemacht wird und sie selber hat sich nicht besonders gesehen. Und es war nicht einfach für diese Person, weil sie eigentlich nur die ganze Zeit ihre Schwächen angesehen hat. So, der Moment, wo sich auch für mich als Zuschauer die Perspektive über dieses Mädchen auf einmal verändert hatte, ist, als dieses Mädchen ans Klavier gegangen ist. Sie ist hingegangen und sie hat angefangen, wie, keine Ahnung, wie Mozart zu spielen, ich weiß nicht. Dazu, was sie noch gemacht hat, sie hat nicht nur gespielt, aber auf einmal hat sie angefangen zu singen. Und du musst dir vorstellen, was für eine Stimme aus ihr herausgekommen ist. Und innerhalb von ein paar Minuten hat sich auf einmal das ganze Bild von dieser Person verändert. Warum? Und da habe ich gestern zu meiner Frau gesagt, die Gabe, die Gott in einem legt, macht einen Menschen besonders. So, du bist auch so besonders, weil du von Gott geschaffen bist. Aber die Gabe in dir macht dich nochmal ganz, also nochmal anders. So, und das ist ganz genau das Problem. Wir haben eine bestimmte Perspektive über uns. Ich weiß es nicht, über was du dich klagst. Ich weiß nicht über die Dinge, die du in dir siehst, wo du sagst, hey, das müsste anders sein, das hätte anders sein sollen, ich hätte doch diesen Weg gehen sollen, ich hätte doch das erreichen können, aber schau mal, bei dem ist so und so weiter und so fort. Und all diese Dinge passieren in unserem Kopf, wo man nicht wirklich zufrieden ist mit sich selbst. Aber Gott, der so souverän ist, hat in dir investiert, hat in dir Gaben investiert. Und solange du nur da bist und sie nicht wirklich entdeckst, bist du normal. Aber was dich besonders macht, was dich anziehen macht, wenn du auf einmal das herauskommen lässt, was Gott in dir gemacht hat. Und du merkst auf einmal, dass die Leute angezogen sind, dass die Leute auf einmal sagen, wow, wenn du das tust, passiert dies und jeniges. Warum so lange warten auf die Dinge, die Gott dir jetzt und hier gegeben hat? Warum so lange verschieben auf die Dinge, die Gott dir hier und jetzt gegeben hat? Wisst ihr, es gibt sogar andere, die hier Träume haben, die Sachen getan haben in den Träumen, die sie in der Realität bis heute noch nicht gemacht haben.
Wenn du nicht aufpasst, wirst du ein Träumer bleiben. Und die Sachen werden nur im Traum sein. Ich habe mal gesehen diese Offenbarung. Hey, wenn die Offenbarung da ist, wenn du was gesehen hast, wenn du was gespürt hast, wenn du was empfunden hast, dann ist die Zeit gekommen, einen Schritt zu tun. Ich habe nicht die Gewohnheit, das zu tun, aber ich tue einen Schritt. Ich fühle mich komisch, aber ich überwinde mich. Und wenn ich mich überwinde, merke ich, dass ich, wow, endlich das getan habe, was ich in den Träumen gesehen habe. Und so kann Gott dir einen neuen Traum geben. Gott kann dir nicht neue Träume geben, wenn du immer noch bei den alten Träumen bleibst, die du seit 2000, was auch immer, immer gesehen hast. Immer kommen Leute und sagen dir die Sache und die Sachen bleiben immer noch wie im Traum. Aber Dinge werden erfüllt, wenn ich darin Schritte gehe. Und darin fängst du dich an zu entdecken. Wow, diese Person bin ich. Wow, das bin ich und so weiter und so fort. Und das passiert in der Kleingruppe noch einmal. Der Ort, an dem ich angefangen habe, Predigen zu lernen, wo die Leute gesagt haben, wow, es scheint dir einfach zu fallen. Es ist in der Kleingruppe. Versteht ihr? So, in der Kleingruppe war meine Vorbereitung, um vor Tausenden zu predigen. Als ich vor 2000 gepredigt habe, war das für mich nichts. Wieso? Weil meine Vorbereitung in der Kleingruppe war. Ich kannte meinen Gott in dieser Kleingruppe. Und ich weiß, was er getan hat in dieser Kleingruppe. Und es ist derselbe Gott, den ich mitnehme in eine größere Veranstaltung. Es ist nicht ein anderer Gott. Das ist ganz nur das, was David gemacht hat, ne? Bei den Schafen ist der gleiche Gott, der bei den Schafen ist. Und ist der gleiche Gott, der vor Goliath kommt. Ihr, die Leute, die hier sind und sagen hier über Nathanael, ihr habt ihn predigen sehen, ne? Jetzt ist er in Ostdeutschland und macht das Werk Gottes. Aber wo hat er angefangen zu predigen? In einer Kleingruppe. Wie viele Zuschauer? 2 oder 3. Und ich war da, eines der Zuschauer. Und er hat es immer gemacht, er wollte es, ich war im Herz. Ich weiß immer, wenn man bestimmte Sachen, ja, ich will es nicht so richtig und so weiter und so fort. Aber er hat es getan. Und als er das getan hat, haben ihn andere Leute angesehen. Wisst ihr, es gab Leute, wir hatten einen Freundeskreis und der andere war ein Prophet. Und er hatte so ein bisschen so Kopfschmerzen über ihn, dachte, ach, bis er sich verändert und so weiter und so fort. Und jetzt ist er wiedergekommen und hat Nathanael angeschaut. Und er war da und hat seinen Mund aufgemacht. Gedacht, hä? Ist es die gleiche Person, die wir gekannt haben? Aber warum? Weil er das ernst genommen hat. Was menschlich vielleicht nicht so besonders aussieht. Ne? Deswegen lasst euch nicht trügen durch das, was eure Augen sehen, sondern seid fokussiert durch das, was die Augen des Geistes sehen. So, heute ist der Raum nicht so voll, ne? Und man sagt, hier links, hier rechts, der andere, wie kann das sein? Nein. Natürlich macht man sich über solche Sachen Gedanken, aber was will Gott heute uns sagen? Und vielleicht solltest du ganz genau ausgewählt das hören, was du heute hören solltest. So. Ich mag dieses Kleingruppenprinzip, weil ich viele Leute gesehen habe, die daraus neue Menschen, andere Menschen geworden sind. Vielleicht irgendwann werdet ihr gewisse Leute sehen. Es gibt andere Leute, die Missionare sind. Es gibt andere Leute, die gewisse Sachen in der Welt tun, wo ich sage, wow, dieses Kleingruppenprinzip ist für mich eine Freude. Viele wissen nicht, oder können es diese Zeit nicht schätzen, weil sie denken, oh, ich komme nur mit einer kleinen Gruppe zusammen. Aber was Gott aus dieser kleinen Gruppe herausbringen möchte, das ist das, was du anfangen musst zu sehen. So, ich sehe die Zeit. Um ein paar Punkte zu Ende zu bringen, wir sehen in der Apostelgeschichte, sie haben Gott gelobt, sie waren auch im Lobpreis.
Das heißt, wenn ihr nächste Woche dieser Orte begegnet, habt eure Zeit, habt euren Lobpreis. Die Bibel sagt auch hier, sie haben alle ihr Geld zusammengetan und haben was? Angefangen, Hilfeleistung zu geben. Und wir sehen auch, dass Finanzen keine Nebensache sind. Finanzen sind auch Dinge, die helfen, um andere zu helfen. So, jeder, der investiert, auch mit den Finanzen, zeigt damit, dass er eine Sache ernst nimmt und dass er daran glaubt, wo er investiert. Deswegen auch danke natürlich auch an alle, die finanziell schon investieren, aber Finanzen gehört dazu, weil auch die erste Gemeinde war eine Gemeinde, wo sie einander geholfen haben. Und manchmal geht's auch mit den Finanzen. Weiter um es, achte Punkt ist, sie trafen sich in den Häusern und im wo? Nochmal? Häuser und? Ja, ein anderes Wort für Synagoge? Gemeinde, ein anderes Wort für Gemeinde? Mit T. Tempel. Genau. So, das ist das, was das Wort Gottes sagt. Sie trafen sich in den Häusern und in dem Tempel. Das bedeutet auch, sie hatten eine Ergänzung zwischen den Kleingruppen und zwischen den großen Versammlungen. Das war auch in der ersten Gemeinde. Das ist nicht neu. Es sind keine neuen Konzepte, die man hier bringt, sondern es ist wichtig, denn auch sie hatten diese Dinge erlebt. So, der letzte Punkt. Oder genau, die zwei letzten Punkte kurz gemacht ist. Was steht? Die waren angesehen bei dem Volk. So, was noch darin steht ist, sie hatten Einfluss über die Community, über ihr Viertel. Das bedeutet, ihre Kleingruppe ist nicht nur eine Kleingruppe gewesen, sondern sie haben auch Leute erreicht um sie herum. So, und das ist auch das Ziel. Wenn wir diese Kleingruppentreffen machen, dann ist es nicht nur das Ziel, einander für eine gewisse Zeit zu haben, sondern auch zu wachsen und andere Menschen zu erreichen, die um uns herum sind. So, das ist das, was Apostelgeschichte ausmacht. Und die Bibel sagt, der Herr fügte hinzu. So, ne? Nicht sie haben hinzugefügt, aber Gott hat hinzugefügt. So, und das ist ganz wichtig, dass wir Gott Gott sein lassen. Er fügt hinzu. Aber wir müssen die Dinge tun, die wir machen können. Und Gott macht die Dinge, die er machen möchte. Es ist wichtig, dass wir diese Wahrheiten verstehen, um voranzukommen. Und ich möchte euch einladen, jetzt aufzustehen. Und ja, dass jetzt jeder einfach beten kann. Für, mit dem, was du gehört hast, vielleicht Prägung, Tradition, Gedanken oder neue Schritte. Vielleicht ist es für dich, Jesus zu folgen. Vielleicht ist es für dich was anderes, dass du einen neuen Schritt wagst. Es kann viele Punkte sein, die ich heute angesprochen habe. Und im Gebet kannst du jetzt diese Sache vor Gott bringen. Und der Herr, wird dein Gebet hören. Und dass wir in dem Sinn jetzt einfach beten können, da wo du bist vor Gott. Halleluja. Jeder betet für sich. Jeder ist individuell vor Gott. Und er bringt sein Herz, sein Leben vor Gott. Und Gott wird das tun, was er mit dir tun möchte. Halleluja, halleluja. Lass uns beten zusammen im Namen Jesus. Da, wo jeder steht. Halleluja. Halleluja.